In diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie man Übergänge einfügt. Übergänge ist klar, man hat ein paar Videos oder ein paar Bilder eingefügt, wie ich jetzt an dieser Stelle, also hier an dieser Stelle habe ich ein Video und je weiter ich nach hinten komme, das ist natürlich ein riesen Zoom drauf, kommt dann auch meine Bilder und an dieser Stelle möchte ich jetzt sogenannte Übergänge einfügen. Das heißt, von dem einen auf das andere Bild übergehen. So, jetzt scrolle ich mich mal dahin, das ist natürlich ein bisschen umständlich. So, da sind meine Bilder. Und genau an dieser Stelle will ich jetzt einen Übergang haben. Übergänge finde ich hier, ist jetzt gerade grau unterlegt. Also wenn ich jetzt bei Effekten war, da habe ich die Effekte und hier sind die Übergänge. Zum Beispiel nehme ich jetzt einmal ein Auflösen. Dann ziehe ich das genau zwischen den beiden Videos rein. Wenn ich jetzt auf Play drücke, seht ihr, wie der Übergang kommt. Also ich gehe nochmal hier auf die Stelle und hier geht der Übergang. Video zu Ende, Übergang. Ich kann natürlich das Ganze dann auch wieder hier draufklicken. Also pausieren wir mal die Aufnahme, drücken hier drauf, auflösen war das, auf Entfernen und ich habe den Übergang wieder heraus. Suche ich was anderes. Ich kann hier die Fenster zum Beispiel dann auch größer machen, um ein bisschen einen besseren Überblick zu haben, welche ich verwenden möchte. Kann dann natürlich immer auch mehrere Übergänge reinziehen. Also jetzt habe ich quasi vom Video zum ersten Bild einen Übergang und später dann nochmal einen Übergang. Ja? Den kann ich dann natürlich wieder rausnehmen oder auch zusätzlich mit reinnehmen. Sehen tut man das Ganze in der Spalte Übergang. Also wenn man am Schluss ganz viele eingefügt hat, tauchen die alle hier auf. Ja? Hier kann man sie dann auch mit einem Rechtsklick entfernen, ausschneiden oder sogar kopieren, um sie dann zum Beispiel hier wieder einzufügen. Funktioniert einwandfrei. Also gibt es mehrere Möglichkeiten und das versucht das Ganze fließend. Das heißt, es wird immer am Ende ein Übergang eingeführt. Können wir nochmal einen anderen verwenden, wie zum Beispiel ein Herz. Setze ich wieder zwischen zwei Videos rein, gehe ein bisschen dran, dass ich das sehe. Jetzt kommt das Video und ein Übergang einblenden direkt in das nächste Bild. Pixel auflösen zum Beispiel noch. Setze das Ganze immer ein bisschen weiter vor, zurück. Jetzt habt ihr das gesehen, wie die Pixel sich aufgelöst haben. Ja, und so kann ich meine Übergänge mit einbauen, was das Ganze ein bisschen stimmungsvoller macht, ein bisschen fließender macht. Übergänge sind dann sinnvoll, wenn man einen sogenannten harten Schnitt drin hat. Das heißt, ein Video endet und sofort kommt das nächste. Da möchte man manchmal ein bisschen Gleiten drin haben, ein bisschen Schwung drin haben, sodass das leichter funktioniert. Da macht natürlich dann so ein Übergang Sinn.